Ja, wenn wir weiter so arbeiten, dann ist alles in unseren Händen. Die sind auch gute Mannschaft, sehr guter Verein, aber wir haben auch zwei Spiele weniger. Wenn wir diese zwei Spiele gewinnen, dann haben wir Vorteil auf jeden Fall. Ja, nach dem 2-0, ich weiß nicht jetzt, so nach unserer Sicht, da war ein Abseits und das hat uns ein bisschen da aus der Spiel gebracht. Aber trotzdem nach dem 1-0, wir haben weiter, wo eigentlich der Gegner hatte kaum Torschancen gehabt. Wir hatten sehr viele Riesen, sehr viele gute Konterchancen. Wir haben sehr viele da gut nach vorne kombiniert und erste Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Aber wie gesagt, nach 2-0, dann in Halbzeit haben wir vorgenommen, dass wir uns dann ein Anschlusstor machen. Dass wir uns dann immer dran sind, weil wir uns in der ersten Halbzeit gut gespielt haben und außer diese zwei Situationen. Und ja, natürlich, dann haben wir auch dann vorgenommen, dass wir uns auch keinen dritten Tor kassieren. Und so war es auch mitten in der zweiten Halbzeit, dass wir uns das dritte Tor wieder so, das ist ein Tag, wo man auch für Gegner auch jeder Schuss drin ist. Ja, und abgefälscht da 3-0 und dann vierter in Winkel, fünfter in Winkel und das ist schon, ja, dann kann man dann das Spiel gar nicht mehr umbiegen. Ah, dominieren, nicht so zu sagen. Gegner war richtig gut heute. Wir haben auch viel Glück gehabt, aber im defensiven Bereich haben wir uns sehr gut gehalten und sehr viel gearbeitet. Dann wurden wir auch belohnt. Ja, wir haben auch eine gute Offensive. Wir haben auch gute Leute, die uns Ball laufen lassen können. Wir haben gut kombiniert, auch in der ersten Halbzeit, wie Sie auch zu Recht gesagt haben. Wir waren kein weit weg von dem Gegner. Und wie gesagt, auch von dem Platz her muss man auch sehen, dass wir uns auch in so einem schwierigen Platz trotzdem gut kombiniert haben, sehr gute Chancen hatten. Aber so ist halt im Fußball, wenn man da vorne die Tore nicht macht und dann hinten einfach ein Tor bekommt. Ja, es tut uns leid für unsere Zuschauer, die heute wie immer uns sehr viel unterstützen, ob zu Hause oder auswärts. Und ja, leider haben die das nicht verdient, aber so ist das halt. Ja, es geht immer besser, aber für erste Punktspiel muss ich schon zufrieden sein. Ja, wie gesagt, wenn er von der Saison uns gesagt hätte, jemand, dass wir uns da oben mitmischen und so, dann waren wir verrückt gehalten. Ja, wir sind auch Aufsteiger, wir sind letztes Jahr auch mit einer sensationellen Saison aufgestiegen. Ich bin seit dritten Jahr hier bei Einau und wie gesagt, es macht riesen Spaß mit den Jungs und wir lassen es so, wie es ist. Natürlich wollen wir immer bis zum Schluss dann probieren, bis in die Chancen da rechnerisch dann auch machbar ist. Aber wie gesagt, heute war ein Schlüsselspiel und ja, das wird immer eng. Aber wie gesagt, unser Saisonziel, dann ist es halt so, wenn einmal jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir uns da oben mitstehen und mitspielen und Aufstieg mitspielen, dann trotzdem die Komplimente an die Jungs, Komplimente an das ganze Team, Komplimente an den ganzen Verein, dass dann auch dann so was aufgebaut haben. Aber du musst es weitergehen und auch für die nächsten Jahre.